Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 58, das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache Nummer 20/1098. Redezeit ist 10 Minuten und erster Redner ist der Abgeordnete Heidkamp für die Fraktion der AfD. Es ist schon eine Herausforderung, eine grundsätzliche Rede zu halten vor einem Plenum im hypoglykämischen Schock. Ich werde mein Bestes geben. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ihnen sind ganz sicher folgende sinngemäßen Aussagen und Forderungen gut bekannt. Einer jungen Frau mit Namen Greta Thunberg, die die etablierten Parteien und ihre Politiker ganz schön aufgeschreckt hat, sie zum Teil zu überraschenden Kehrtwendungen bei ihren bisherigen Einsichten und Stellungnahmen zwingt. Sie sagt, wir leben unter der Bedrohung eines Point of No Return in beängstigend naher Zukunft. Ein Kipppunkt, ab dem sich die Entwicklungen nicht mehr beeinflussen, auf keinen Fall mehr umkehren lassen. Die bisherigen diskutierten Maßnahmen und Konzepte sind nicht geeignet, sagt sie, die Probleme der Zukunft zu lösen. Wir müssen uns ganz neue Wege suchen, überlegen und sie sehr konsequent umsetzen. Diese Forderungen passen hier gut, obwohl unser heutiges Thema ein anderes ist. Wo es sich bei den Themen von Greta Thunberg um Phänomene handelt, bei dem es in der Wissenschaft noch nicht zu einem abschließenden Urteil über die Verantwortung des Menschen gekommen ist, handelt es sich bei der demografischen Entwicklung in Deutschland und sogar in Europa um ein Geschehen, bei dem man mit beunruhigender mathematischer Sicherheit und Präzision die Entwicklung und die Folgen in den nächsten Jahrzehnten voraussagen kann. In 10, spätestens 15 Jahren werden in Deutschland Millionen von Menschen mit den bis dahin höchsten Einkommen ihres Lebens, mit den höchsten Steuerzahlungen und den höchsten Beiträgen zu den Sozialkassen vom Einzahler zum Empfänger. Und das auch noch mit den höchsten Ansprüchen an die Alterssicherungssysteme. Bezahlen werden das die heute jungen Menschen, deren Zahl sich bedenklich reduzieren, fast halbieren wird im Vergleich zu den Empfängern. Wenn man dann noch an die Pensionslasten unserer lieben Beamten und die private und öffentliche Verschuldung denkt, wird es ziemlich duster. Da reden Sie lieber nicht drüber, das ist schon richtig. Ja. Die in Deutschland zum Erhalt der Bevölkerung fehlenden Menschen kamen und kommen seit Jahrzehnten aus dem näheren Ausland, aus den umliegenden Ländern. Spanien, Italien, Portugal, Türkei, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, ja sogar aus Russland und vor der Wiedervereinigung aus der DDR. Die langfristigen Folgen eines solchen Verlustes der jungen, aktiven Bevölkerung für ein Land kann man sich in unseren östlichen Bundesländern heute exemplarisch ansehen. Diese Quellen versiegen leider aufgrund eigener demografischer Probleme in diesen Ländern oder aufgrund der dort stattfindenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Seit dem Jahre 2015 kommen die Länder nun verstärkt aus dem Nahen Osten, die Menschen verstärkt aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Hinter einer menschlich verständlichen Reaktion der Barmherzigkeit und des Mitleids, des Mitgefühls für die Einzelschicksale ist es wohl nicht ganz falsch, gewisse egoistische Beweggründe bei vielen Bürgern und unseren Regierungen zu unterstellen. Indem die deutsche Politik die Not von Menschen in anderen Ländern gedanklich mit Lösungen für unsere eigenen Probleme verbunden hat, haben die Verantwortlichen eine bigotte Haltung eingenommen und wollen dafür auch noch belobt werden. Es ist eine Illusion, dass wir in diesen Ländern die für den Erhalt unserer Bevölkerung notwendigen 250.000 bis 300.000 Fachkräfte pro Jahr finden können, besonders im internationalen, weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe. Und wenn wir sie finden würden, wäre es für die Herkunftsländer geradezu ein Desaster, sie hierher zu holen. Sie werden zu Hause noch dringender gebraucht als bei uns. Was sich immer klarer zeigt,
Wie sich immer klarer zeigt, sind die Auswirkungen der unkontrollierten, ungesteuerten Migration aus kulturfremden Ländern, aus dem Nahen Osten und besonders aus Afrika, weder für uns noch für die Herkunftsländer eine Lösung oder von Vorteil. Die Meinung, dass sich unser Problem durch die Übernahme der Probleme der anderen lösen lässt, ist falsch, ist ein Irrweg. Das wird alleine schon aufgrund der unterschiedlichen Größenordnungen der anderen Dimensionen klar. Wir können nicht die Probleme der nächsten Jahrzehnte für die afrikanischen Länder durch Einwanderung in unser Land lösen. Es handelt sich in Afrika um dreistellige Millionengrößen. Bei uns geht es um Hunderttausende. Wie soll das funktionieren? Dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Wir werden darüber hinaus bei dieser für unser Land entscheidenden Frage abhängig von problematischen Ereignissen, Entwicklungen in Ländern außerhalb unseres Einflussbereichs. Wenn die uneingeschränkte, unkontrollierte Migration die Lösung für unsere demografischen Probleme sein oder werden soll, so kommen wir in die geradezu zynische Situation, dass es für uns von Vorteil wäre, wenn die Menschen im Nahen Osten und in Afrika in Zukunft mit großen Problemen zu kämpfen hätten. Nach den in den letzten 4 Jahren gemachten Erfahrungen müssen wir uns der Einsicht und der Situation stellen, dass uns bei realistischer Betrachtung nur noch 2 Wege übrig bleiben, wobei uns der erste wesentlich sympathischer ist als der zweite. Erstens, eine nach wie vor beachtliche Mehrheit der jungen Frauen und Männer in Deutschland, der Gruppe zwischen 18 und 35, und nur um die geht es hier, haben das Ziel, träumen davon, eine Familie zu gründen und eigene Kinder, sogar oft mehr als die famosen 2,1 pro Frau zu bekommen. Leider realisieren aber immer wenige junge Menschen diesen Traum. Für eine grassierende Unfruchtbarkeit unserer Bürger habe ich jedenfalls noch keine Belege gefunden. Daran kann es also nicht liegen. Sie werden andere gute Gründe haben. Sie haben bestimmt sehr intelligente Bemerkungen, die ich leider nicht verstehen kann. Wir müssen in einem intensiven Austausch mit unseren jungen Menschen herausfinden, warum sie diesen Traum nicht verwirklichen mögen, können oder wollen. Das Ziel der gemeinsamen Anstrengung muss eine ausreichend große, gesunde, starke und optimal ausgebildete neue Generation sein. Die notwendigen Mittel sind noch vorhanden. Geben Sie doch mal zu, dass ich sehr positiv rede über unsere Probleme. Zweitens. Sollten wir zu der Einsicht kommen, dass das nicht mehr erreichbar, nicht mehr machbar ist, so müssen wir uns in Deutschland auf eine zunehmend vergreisende, schnell abnehmende Bevölkerung in den nächsten 30 bis 50 Jahren einstellen. Wir müssen der Bevölkerung dann die notwendigen Konsequenzen klarmachen, das wird politisch ganz schön heikel, und die notwendigen Schritte einleiten. Sich der Situation nicht zu stellen, den Kopf weiter in den Sand zu stecken, ist die deutlich schlechtere und letztendlich auch die teurere Variante. Wir haben in Deutschland die gute Tradition, dass wir in Schicksalsfragen für die Nation überparteilich unter Aufhebung des Fraktionszwangs um die besten Lösungen ringen. Die demografische Entwicklung ist so eine Schicksalsfrage. Bei Regierungen mit sehr kleinen Mehrheiten, wie hier in Hessen, besteht die Gefahr, dass einzelne Abgeordnete bei solch grundsätzlichen Diskussionen der Möglichkeit beraubt werden, von der eigenen Fraktion abweichende Meinungen zu vertreten, obwohl sie die Gedanken anderer Fraktionen als sinnvoll betrachten. Darüber sollten wir nachdenken. Wir müssen leider feststellen, dass sich der Landtag in der vergangenen Sitzungsperiode noch überhaupt nicht mit diesem dringenden und unaufschiebbaren Thema befasst hat und sehen daher dringenden Handlungsbedarf. Der Landtag wolle darum beschließen. Erstens, die demografische Entwicklung in Hessen, in Deutschland, ihre Ursachen, die Folgen und die uns verbliebenen Alternativen werden mit höchster Priorität untersucht und diskutiert. Die Interessen der eigenen Bürger müssen dabei im Vordergrund stehen. Zweitens, es wird untersucht, wie sich die Migrationspolitik der letzten 4 Jahre
auf die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen der Bürger Hessens und Deutschlands ausgewirkt hat, die Zukunft auswirken wird und ob ihrer Fortsetzung eine wirtschaftlich, politisch und gesellschaftliche sinnvolle Alternative darstellt zu einer langfristig stabilen Entwicklung einer ausreichend großen, eigenen, starken Bevölkerung auf Basis der aktuell hier lebenden deutschen Menschen. Drittens. Die notwendigen Veränderungen und Maßnahmen, die notwendigen Mittel und Strukturen werden vom Landtag gemeinsam definiert und damit langfristig und verbindlich festgelegt. Viertens. Der Bundesrat wird angerufen, für weitere als notwendig erkannte Veränderungen, Maßnahmen und Gesetze, die nicht im Bereich und nicht in der Verantwortung unseres Landes liegen. Herr Kollege Heidkamp, darf ich Sie auf die Redezeit hinweisen, die bereits überschritten ist? Ich bin punktgenau zum Ende gekommen und freue mich jetzt auf eine ausführliche Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Es handelt sich um einen Entschließungsantrag, wenn ich das richtig sehe. Und ich frage, den wollen wir dann auch jetzt direkt abstimmen. Das ist auch der Fall. Dann frage ich, wer für Annahme des Entschließungsantrags ist. Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das sind die anderen Fraktionen. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Antrag abgelehnt. Herzlichen Dank. Wir treten ein in die Mittagspause und sehen uns hier wieder um 2:50 Uhr.